Firefly Studios präsentieren Stronghold HD. Das Spielerlebnis kann sich online ändern. Leben in der Burg. Das waren gute Zeiten. Die Leute waren geselliger. Oh, wie wir schlemmten. Und die holden Weiber waren. Natürlich gab es Arbeit, die unseren Geist stärkte. Und uns Kraft gab. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Dann waren da noch die Nachbarn. Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Jawohl, und damit, meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play again. Stronghold, ja, hätte das gedacht. Wie komme ich auf dieses Spiel? Ganz einfach. Gestern habe ich mich mit meinem guten Kumpel René unterhalten, welche Spiele uns damals so geprägt haben. Ich meine, jeder, der in so einem gewissen Alter ist, hat ja so Spiele, an die er sich sehr, sehr gerne noch zurückerinnert, die für ihn in der Erinnerung natürlich auch noch die besten Spiele aller Zeiten waren. Eins dieser Spiele in meinem Fall ist zum Beispiel das gute alte Spiel Viet Cong, ja, der absolute Klassiker, eins der besten Spiele weltweit für immer und ewig, in meiner Welt zumindest. Und ein weiteres dieser Spiele war Stronghold und ich erinnere mich noch gut, dass wir damals auch viele schöne Schlachten hatten, ja, und hab dann einfach mal bei Steam geschaut, gibt es dieses Spiel eigentlich wirklich für Steam mittlerweile? Am besten in so einer HD-Version. Und dann sehe ich, Tatsache gibt es. Und dann sehe ich noch was. Das Spiel ist schon seit 3 Jahren in meiner Bibliothek. Keine Ahnung, warum ich es nie gespielt habe. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Das wäre doch eine gute Idee für ein neues Let's Play Again. Nachdem ich Command & Conquer Generäle, die normale Kampagne, abgeschlossen habe, haben wir jetzt wieder vielleicht was Neues. Ich werde nochmal in den Soundoptionen ein bisschen umswitchen, vielleicht das generell noch mal ein bisschen leiser machen. Die Musik würde ich eigentlich noch leiser machen, aber ich finde, dieses Spiel hat es in diesem Intro-Video damals und auch jetzt, diese Umgebung ist, das fängt das gut ein, dieses Mittelalter-Feeling. Die Musik muss einfach sein. Aber okay, vielleicht werde ich sie noch ein bisschen runterdrehen. So auf 30, so, das muss reichen. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal und wir stürzen uns dann einfach in die Mission, in die Kampagne. Ich weiß noch von damals, es gab, glaube ich, 4 große Gegner. Das war das Schwein, das war der witzigste Gegner von allen. Dann gab es die Ratte, glaube ich, das war der hässlichste, obwohl, nee, das Schwein war vielleicht auch der hässlichste. Irgendeinen gab es noch und es gab den Wolf und der Wolf war echt der übelste Gegner. Und es müsste die kampfbasierten Spiele sein. Die Militärkampagne, genau. Wir haben hier nur die Möglichkeit Militärkampagne, Belagerung, Invasion und Mehrspieler. Mehrspieler ist klar, Kampagne auch und die beiden habe ich mich noch nicht mit auseinandergefasst. Wir wollen uns in die Militärkampagne stürzen und dann schauen wir mal, wie das so wird. Kräfte sammeln ist die erste Mission. Ich habe noch nicht gespielt. Ich habe auch noch nicht vorher ausprobiert, wie das alles läuft. Das ist ja einfach ein spontanes, lasst es uns einfach tun Ding. Also, lasst es uns einfach tun.
Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Ist das Land auch verloren, so könnt ihr von dieser Zuflucht aus zumindest den Tod eures Vaters rächen. Ich verstehe. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht und schließlich nimmt euch Lord Woolzweck zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. Jawohl. Danke, Lord Wolsack. Was ein Name. Die Story ist also simpel. Das Witzige ist, seht ihr diese Umrisse? Erkennt ihr das wieder? Ganz zufällig? Jawohl. Das ist das gute alte Deutschland. Ich habe mich über Stronghold noch gar nicht schlau gemacht. Ich erinnere mich gar nicht mehr so daran, dass das eine Deutschlandkarte quasi war. Finde es aber faszinierend. Ist das echt irgendwie ein deutsches Spiel? Hat es was mit deutscher Einstellung zu tun? Ist das zufallbasiert? Ist es gewollt? Also Zufall, dass es hier die Umrisse von Deutschland sind, ist es nicht. Okay, werde ich vielleicht nochmal im Laufe des Let's Plays klären und erklären. Wir haben zur Story, es ist also so ein typisches Vorkommnis im Mittelalter. Der König zieht los mit seinen Mann, um das Land der Barbaren zu erobern quasi. Und dann gibt es immer in seinem Hinterland, also in dem zurückgebliebenen Land, immer ein paar Leute, die sich denken, ach komm, wir stürzen den König und das Land gehört nun uns. Und das ist in diesem Fall, im Fall wohl hier die Ratte, die Schlange, genau, die Schlange, das Schwein und der Wolf. Das sind wohl die Bösen. Wir wurden zurückgedrängt mit ein paar Leuten, die dem König ewige Treue geschworen haben, darunter unser Vater, der leider gestorben ist. Und wir wurden zurückgedrängt und jetzt gilt es, das Land wieder zurückzuerobern mit den ewig treuen und loyalen Truppen. Wir sind auf neutrales Land zurückgedrängt worden, hier ganz oben im Nordosten Deutschlands. Keine Ahnung, was hier oben ist. Das könnte vielleicht noch so zu Rostock zählen, obwohl, vielleicht schon ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall in der letzten Ecke von Deutschland haben wir noch hier so ein kleines Zeltlager und es geht darum, unser Land zurückzuerobern. Gegen diese 4 Anführer. Mal gucken, ob wir das schaffen. Erste Mission, auf geht's. Viel Geschichte vorher, tut mir leid, aber gehört dazu. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es hier ja zur Genüge. Ja, unsere Aufgaben sind simpel. Schafft Güter heran 20 Fleisch, schafft Güter heran 40 Holz. Was haben wir denn hier? Aufgaben, Hinweise. Baut zuerst ein paar Holzfällerhütten, platziert dann ein paar Jägerstände und Hinweise klicken, um Hinweis zu erhalten. Ja, also man kriegt hier sogar noch ein paar Hinweise und es gibt direkt noch Hilfe. Ach hier, nahe am Kornspeicher platzierte Jägerstände beschleunigen die Nahrungsproduktion. Holzfällerhütten, die nahen Bäume geworden sind, beschleunigen die Holzproduktion. Ja, das ist ja alles nichts Neues. Also der Sir Longarm wollte natürlich mit 6 seiner besten Männer losreiten ins feindliche Land und wieder alles zurück annehmen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ist natürlich völliger Quatsch. So, wir sind euer Gnade, wir haben ein sächsisches Haus, das ist unser Bergfried. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Jawohl. Pass, packen wir mal hier direkt mit ran. So. So, das sind wir. Ja, wir sind eure Lordschaft.
Wir wandern hier in unserem Bergfried herum und aus diesem Bergfried kommt keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Die Arbeiter, sehr schön. Oh, man kann hier auch, wir können hier ein bisschen suchen, wie kann man sich denn bewegen? Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Ah, hier mit den Pfeiltasten. WASD leider nicht. Das heißt, ich muss mal mein Mikro kurz umbasteln. Verzeihung für die Geräusche. So. Jetzt haben wir hier unten in unserem Menü die Möglichkeit, uns aufzubauen. Das ist jetzt kein, ich erkläre euch hier, wie das alles funktioniert. Das ist kein Walkthrough-mäßiges Tutorial, sondern ich spiele einfach so. Wir basteln uns hier Holzfällerhütten hin. Hier können wir eine hinstellen und hier können wir eine hinstellen und... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und dann seht ihr, wie die freien Bauern, die sich hier um das Lagerfeuer sammeln, ihre Arbeit annehmen. Und wir müssen... Keine Veränderung in der Schatzkammer, ihr seht ja hier, lord. Dadurch, dass wir keine Steuern haben, haben wir zwar auch keine Einnahmen, aber das Volk hat plus eins. Und hier... Beliebtheit. Das Volk liebt euch, my lord. Im kommenden Monat plus 1. Hier, die 83 sagt an, wie beliebt wir beim Volk sind. Und sinkt das unter 50%, verschwinden nämlich diese Bauern, weil die Leute dann die Burg verlassen. Und wir müssen aufgrund der Nahrung, Religion, Bierausschank, bla bla bla, haben wir die Möglichkeit, das alles ins Positive zu verändern und so dann irgendwann mal Steuern einzunehmen. Also das ist eigentlich das ganze Prinzip. Ja, irgendwann, wenn wir hier Nahrung, wenn wir die Möglichkeit haben, Brot backen und Fleisch ranschaffen und Apfelbäume und Käse, also Kühe melken und daraus Käse machen, haben wir die Möglichkeit, ganz viel verschiedene Nahrungsangebot, ein verschiedenes großes Nahrungsangebot den Leuten zu unterbreiten. Und das sorgt dafür, dass sie dann natürlich noch glücklicher werden. So, wir haben hier ein paar Wild vorkommen und dort oben, deshalb schicken wir da mal die Jäger hin. Wir kriegen dann noch so einen kleinen Hund, so einen kleinen Jagdhund, das ist Bello, der rennt umher. Diese Politik der Nullsteuer hätten wir als letztes erwartet. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Dankeschön. Habe ich gefunden, die Tiere. So, wir sind hier recht eingebunkert. Also das letzte Stück Insel, wie ja schon gesagt wurde. Hier ist so ein Übergang, aber das war's. Die Karte an sich ist auch nicht groß. Ich finde es übrigens super toll, dass es so eine HD-Version von diesem Spiel gibt. So eine Remastered-Version. Das erleichtert mir das Aufnehmen ungemein. Und so haben wir die Möglichkeit, hier auf unserer gewohnten Auflösung aufzunehmen. Ohne kleinen Bildschirm, wie bei Command & Conquer. Teilweise. So, zack. Der holt sich hier die Nahrungsvorräte. Und jetzt, unsere Aufgabe war ja nur... Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Genau, unsere Aufgabe war ja nur, genug Fleisch und Holz ranzuschaffen. Das kriegen wir in das Holzlager mal hier. Das ist diese Nahrung im Nahrungsspeicher, logischerweise. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Hier kann man nochmal sehen, wir haben so viele Einheiten, das reicht für 3 Monate. Und eine vorhandene Nahrungsart bringt nichts, ist halt neutral. Das bedeutet, wenn wir dann irgendwann mal 2 oder 3 verschiedene Arten von Nahrung haben, dann steigt das hier. Und wir können auch noch, wenn wir Überfluss haben, Extra-Rationen. Das wird eigentlich immer kommentiert. Extra-Rationen. Ja, da freuen die sich immer. Und das bringt direkt +4. So, aber wir machen erstmal volle Rationen. Normale Rationen. Genau. Könnten natürlich auch sparen. Oh, halbe Rationen. Oder wären sie traurig? Es ist -4 direkt, das bedeutet, unsere Beliebtheit sinkt auch. Das Volk liebt euch, my lord. Ja, aber noch liebt es mich, das Volk, aber wir geben dir natürlich normales Essen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich weiß. Wenn gar keine Nahrung da ist, dann wird es drastisch natürlich. Wir haben auch noch die Möglichkeit, einen Angstfaktor, der sich auf unsere Beliebtheitswirkung auswirkt, einzuführen, indem wir entweder schöne Sachen bauen, dann freuen die sich. Bringt bei Beliebtheitswirkung auf jeden Fall Plus, sorgt aber dafür, dass sie nicht mehr tüchtig sind. Das heißt, wir könnten theoretisch ein wunderschönes Dörflein bauen, ja, mit ganz vielen entspannenden Sachen. Dann wären die aber faul. Mögen uns dafür aber mehr. Wir können aber auch irgendwo Galgen platzieren, ja, der die immer dran erinnert. Hier, wenn ihr Scheiße baut, werdet ihr gehängt. Wirkt sich negativ auf die Beliebtheit aus. Dafür sind die Leute wieder tüchtiger. Ja, das kann man immer so ein bisschen mitspielen. Das ist ganz witzig. Bevölkerung sehen wir hier. So ein Diagramm mit Anzahl und Jahre, warum auch immer. Hier Nahrung, also wir haben Fleisch, wir haben Käse, wir haben Brot und wir haben Äpfel. Dann können wir den hier sogar noch sagen, das dürft ihr nicht essen. Wenn wir zum Beispiel eine bestimmte Sorte jetzt hätten einlagern müssen, oder wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mit Äpfel mein Volk zu versorgen, dann sammle ich die Nahrung lieber, das Fleisch lieber für den Auftrag und so weiter und so fort. Eine Übersicht über unsere Armee, das sind unsere Einheiten, die lernen wir alle im Verlauf des Spiels noch kennen. Vorratslager, wir haben 78 mal Holz, Waffen, die werden nämlich auch eingelagert hier und die Leute werden dann ausgebildet und nehmen die sich dann erst. Und Religion, wir haben auch die Möglichkeit, Religion einzuführen.
eine Kirche hinzustellen oder eine kleine Kapelle. Dann läuft der Priester rum, segnet die Leute und ab einer bestimmten Stufe wird das, wirkt sich das positiv auf die Beliebtheit aus. So. Schauen wir mal, können wir denn noch, wir können nur das bauen, wir können noch eine Hütte bauen, dann kriegen wir mehr Menschen, logischerweise. Und wir könnten noch einen Kornspeicher basteln. Aber das brauchen wir alles nicht. Wo sehen wir denn unsere Aufgabe? Nochmal. Spieloption Aufgaben. Holz haben wir schon ran, Fleisch haben wir noch nicht geschafft, da brauchen wir 20. Könnte ich jetzt unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Hier keine Ration, dann sind die zwar super sauer, aber wir kriegen das Fleisch schneller ran. Oder wir gedulden uns einfach. Wir können auch einfach nochmal, wir haben ja genug Wild hier rumlaufen, nochmal so eine Jagdhütte hier hinstellen. Dann kriegen wir noch einen Wauzi. Die Leute haben eh nicht viel zu tun. Das Wild hat sich schon verzogen. Aber hier, die scheinen sich auch zu vermehren. Da sind kleine Kitze dabei. So, wo ist der Hund? Wen haben wir hier? Schnuffel folgt dem Jäger. Keine Steuern sind eine Botschaft von eurem Informanten. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Ja, diese Wolfsrudel sind nicht ohne. Oh, Sieg, wir haben es schon geschafft. Wir haben unsere Lebensmittelvorräte wachsen, 20. Sieg! Da, tada! Ja, Leute, so leicht war schon die erste Mission vorbei. Wie geht denn das jetzt hier weiter? Was muss ich machen? Wahrscheinlich eigentlich klicken. Aber die Folge ist dann an dieser Stelle erstmal beendet. Ja, das war so ein kleiner Einblick in die erste Mission, in ein erster Einblick in dieses Spiel mit der Story dahinter. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich werde dieses Spiel wohl wirklich als Let's Play spielen, als Let's Play again. Es bietet sich ja an, es macht Spaß, mal wieder in die alte Welt einzutauchen, in die mittelalterliche Welt. Ist mal was anderes, lang nicht gesehen. Vielleicht auch hat der ein oder andere von euch auch in meinem Alter so ein bisschen nostalgische Erinnerungen an diesem Spiel, an diesem Spiel und kann dann dieses Let's Play auch genießen. Also, vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Bock habt, seid einfach auch die nächsten Folgen wieder dabei und lasst es euch bis dahin gut gehen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal! Nein, nein, nein! Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt! Umso besser. Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Ja, das war noch ein kleiner Nachtrag. Das gehörte noch zum Ende der ersten Mission quasi. Ihr seht, wir haben dieses Land jetzt für uns eingenommen. Wir wurden nochmal von dem Lord Wolsack beschimpft. Aber gut, damit können wir leben. Sir Longarm nimmt's gelassen. Das war nochmal das Ende quasi zur ersten Mission. Und deshalb ist die Folge dann auch doch erst jetzt zu Ende. Also, seid das nächste Mal trotzdem wieder dabei. Wir sehen uns dann morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.